Es ist eine etwas andere Situation als sonst beim letzten Training der Bayern vor dem Heimspiel morgen gegen Hannover. Zum ersten Mal seit Heinkes muss man nach einer Niederlage zu einem Pflichtspiel antreten. Eine neue Situation, aber kein Problem, meint auch Innenverteidiger Niklas Süle. Wir sind immer noch erster Platz in der Bundesliga, haben Unglaubliches geleistet in den letzten Wochen, wie ich finde, und hatten jetzt eine sehr, sehr anstrengende Fahrt auch gehabt, von Anderlecht direkt nach Gladbach, nur im Hotel gewesen. Da hat man schon gemerkt, dass da ein paar Körner gefehlt haben. Die versuchen wir diese Woche wieder natürlich reinzuholen. Und dann sind wir bei voller Kraft am Samstag und werden zu Hause in Hannover hoffentlich gewinnen. Ob mit Niklas Süle in der Startelf oder nicht, wird sich erst noch zeigen. Schließlich stehen Jupp Heynckes, nicht nur in der Abwehr, seit dieser Woche wieder einige Alternativen zur Verfügung. Thomas Müller zum Beispiel soll in jedem Fall von Beginn an spielen. Ich bin froh, dass jetzt zum Beispiel morgen wieder oder heute im Aufgebot Thomas Müller, Rafinha. Ich möchte noch mal sehen, wie David Alaba heute trainiert. Er hat beschwerdefrei trainiert in den letzten 2 Tagen. Und wenn das heute auch so ist und der Arzt grünes Licht gibt, dann nehme ich ihn mit. Ähnliches gilt für Franck Ribéry, der ebenfalls morgen schon oder dann am Dienstag gegen Paris Saint-Germain im Kader stehen könnte. Die personelle Situation vor dem Spiel gegen Hannover morgen um 15.30 Uhr in der Allianz Arena hat sich demnach, verglichen zu Gladbach vor einer Woche, deutlich verbessert. Der Dezember mit 6 wichtigen Spielen in 20 Tagen scheint gut zu beginnen.